So, Just Cause 1, Folge 9, willkommen zurück. Und ich dachte mir gerade eben, es läuft so gut. Da hänge ich noch eine Folge an, also heute klappt's irgendwie. Jetzt wollte ich mal schauen wegen der politischen Karte, aber diese Provinzkontrolle, ich habe jetzt 2 Nebenmissionen gemacht, das ist, sieht immer noch genauso aus. Also jetzt weiß ich langsam auch nicht mehr, also... Langsam frustriert mich das ein klein wenig, also. Jetzt würde ich auch sagen, jetzt machen wir in dieser Folge auf jeden Fall mal eine Hauptmission. Sprich, wir gehen jetzt mal zu diesem schwarzen Ausrufezeichen. Ich werde mich aber ganz faul da wieder hinbringen lassen, per Evakuierung. Und dann, ja, dann schauen wir mal, würde ich sagen. Soll er mich hier abholen? Dann machen wir mal eine Hauptmission. Ich habe jetzt wenig Lust, schon wieder eine Nebenmission zu machen. Vor allem habe ich das Gefühl, das bringt nichts, also. Gespeichert aber jetzt leider wieder nicht, aber es ging nicht. Kann es nicht ändern. Ich hoffe halt, es geht gut, oder wie man sagen will. Missionen und Belohnungen. Ja, wo sind diese Belohnungen, frage ich mich. Abwurf. Okay. Sieht aus wie Wohnwagen. Am Strand. Das ist wahrscheinlich wieder dieses... VR, oder wie haben sie das? Hoppla. Genannt, oder keine Ahnung was. Vielleicht kann ich ja hier speichern. Aber es sieht nicht so aus. Oder? Vielleicht hier hinten oder so? Nee. Ach, Mann, oh. Naja, was soll's. Egal, na schauen wir mal. Das sind ja jetzt inzwischen wieder meine Jungs. Hallo. Kane im Badeanzug. Auch nicht schlecht. Ja, schauen wir mal, was er denn für uns hat. Willkommen auf der Isla Grande. Hast wohl noch nie eine Frau im Badeanzug gesehen, ha? Huh? Bitte? Doch, aber ehrlich gesagt noch keine wie dich. Hey, komm schon, Rico. Es ist Zeit fürs Briefing. Alles läuft nach Plan. Dein neuer Freund Carmona hat uns schon ein paar nette Informationen gegeben. Dann werden wir uns mal das Militär genau anschauen. Rate mal, wer den Job erledigt. Triff dich mit General José Durango, Mendozas Mann fürs Grobe. Leg ihn um. Das bricht der Armee das Genick. Durango hat eine Schwäche. Mädchen. Er verlässt seinen Stützpunkt jede Nacht und fährt mit einem Konvoi rauf zum alten Vulkan. Und vögelt dort irgendwelche Nutten. Der Fettsack. Aber heute Nacht... hat sich's für immer ausgevögelt. Okay. Also ich verstehe das jetzt so, dass dieser Typ, für den wir den... Fahren Sie zum Armeestützpunkt. Dieser Typ, für den wir den Polizeichef killen mussten, jetzt langsam Gefallen an uns gefunden hat. Ich habe jetzt gerade nicht ganz mitbekommen, wie er geheißen hat. Aber dass der jetzt quasi schon den nächsten Kill-Auftrag für uns hat. In dem Fall nicht der Polizeichef, sondern der Militärchef quasi. Manche mögen es heißer. Ihre nächste Zielperson ist General José Durango, die rechte Hand von Präsident Mendoza. Laut Carmona, das ist dieser Typ, von dem ich gerade sprach, der jetzt halt noch eine Mission auf uns hat. Laut Carmona fährt der General jeden Abend in das El Volcan, oder ja, Volcan Bordell, um sich dort zu entspannen. Naja. Fangen Sie den General auf dem Weg zum Bordell ab. Okay. Oder abfangen. Mhm. Ja, gut. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, was da drüben dieser blaue Punkt bedeutet. Ist das jetzt schon wieder irgendwas, was mir helfen soll, obwohl es jetzt nicht schwarz ist? Also ein Fahrzeug oder sowas, aber jetzt weiß ich es nicht so genau, was das sein könnte. Mal gucken. Scheiße! Dieser Hurensohn Durango hat von unserem geplanten Regimewechsel Wind bekommen. Das erzählt er sicher El Presidente. Wenn dir dein Leben lieb ist, töte Durango! Das soll ich ja sowieso machen, das hat sich ja nichts geändert. Okay, hier ist irgendwie gar nichts, habe ich das... Moment. Objekt nehmen, okay, das war jetzt eine Kiste. Bergungsmission aktiviert, weißer Strand, was auch immer das jetzt ist. Die Riojas mussten eine Coca-Lieferung entsorgen. Inzwischen wurden Drogen an den Stränden rund um den Vulkan angespült. Aha. Sie haben eine von 15 Coca-Kisten gefunden. Ah, ich verstehe. Das ist praktisch sowas wie Federn sammeln oder bei Batman waren es, glaube ich, Fragezeichen.
Verstehe, ja gut, das mache ich jetzt aber nicht. Ich will jetzt euch nicht vollends zu Tode langweilen. Das kann ich mal offscreen machen oder sowas. Oder, ja, weiß ich noch nicht. Also, das würde euch jetzt wohl kaum interessieren. Ja, jetzt schnappe ich mir mal meinen Buggy und, ja, versuche diesen Durango mal zu holen. Ich hole mir mal wieder den Grappler, oder wie das heißt. Vielleicht brauche ich den ja noch. Und dann gucken wir mal, wo dieser Typ ist. Wenn der auf dem Weg zum Bordell ist, wird er sich ja bewegen, also. Mal gucken. Jetzt fahre ich erstmal die Straße hoch. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo ich hin muss. Man sieht es auf der Minimap nicht immer so hundertprozentig. Ich denke mal in die Richtung. Dann drüben wieder rechts. Ah, eigentlich kann ich auch hier drüber kacheln. Ich schätze mal den Berg hoch, also das ist meine Vermutung. Müsste passen. Oha, was machen die denn? Ja, jagt man den jetzt halt einfach mal, diesen Militärgeneral. Also ich sage jetzt nicht, wie der ausgesehen hat. Gerade der Haarschnitt, aber lassen wir das. Das wohl Absicht war? Verdammt! Durango entwischt uns! Schwing deinen Arsch zum Militärstützpunkt! Ja, ich beeil mich ja schon. Ich kann ja nicht mehr als fahren. Ich muss ja irgendwie, kann ja nicht fliegen. Heli habe ich jetzt keinen. Aber ich kann nicht mehr als fahren. Momentan habe ich noch, ja, keine Verfolger. Mandrico, Sie was dann? Gleich. Schalt den General aus. Ja, ich bin ja schon unterwegs. Chill mal, ey. Kannst doch nicht ändern. Ich muss doch hinfahren. Komm ja. Bin da gleich da, alles cool. Kriege mal hin. Vor allem, der bewegt sich doch, oder nicht? Und schon habe ich einen Stern. Ja, ich nenne es einfach Stern. Ich kürze es ab. Ah, ich dachte, ich könnte durch den Zaun, Menschenskind. Ah. Bösen Jungs, ja toll. Also schneller konnte ich da nicht hinfahren, also schneller fährt die... Ah, schneller fährt... Das muss jetzt sein, also... Schneller fährt die Karre einfach nicht, das kann ich nicht ändern. Ja, hau ab. Ah, jetzt sind wir stimmen natürlich, wenn ich mich höre. Aber der rutscht mir jetzt auch durchgehend weg, ich weiß nicht warum. Liegt es am Regen, oder? Ich wollte hier ein bisschen abkürzen, damit ich vielleicht schneller bin. So natürlich nicht. Ah, ich gebe jetzt nicht auf, so weit ist er doch nicht weg. Der ist doch gleich da vorne. Hau ab, blöder Stein. Ja, aber der ist doch da unten, also das kann doch nicht so schwer sein. Ich ramme ihn halt einfach oder so. Der hat sich da festgehakelt oder so. Ah! Ich steck halt einfach aus und natz ihn um, ist es mir jetzt egal. Tötet den Bastard! Schnappt ihr euch! Ich war der Meinung, ich habe ihn getroffen, aber irgendwie wollte er jetzt nicht. Hier geblieben. Zum Glück behindern die den selber noch ein bisschen. Straßensperre, doch nicht. Bewegung, Männer! Oh, das auch noch. Oh nein! Muss ich mir irgendwas... Ah, jetzt wollte ich sagen, jetzt muss ich mir was nehmen, aber das andere Fahrzeug haut es doch jetzt wahrscheinlich auch weg. Ah, ich hatte ihn schon, Mensch. Was Blödes. Nehme ich halt das hier. Ja, ich hatte ihn doch. Vielleicht muss ich es mit einem Stunt versuchen oder so. Ist gar nicht so ohne, die Chose hier. Jetzt kommt, jetzt kriege ich mal hin. Ist er irgendwie abgebogen? Jetzt mache ich das auch mal. Ah, die Karre fährt sich wieder wie eine Grütze, ey. PS hat die auch nicht. Ja, ich dachte, ich könnte vielleicht auch nicht funktionieren. Hat auch nicht funktioniert. Vor allem, ich dachte, er macht vielleicht den Fallschirm auf oder sowas. Hat er es aber nicht. Hat jetzt nur eine. Jetzt hau halt ab. Nur so eine Stunt-Position eingenommen. Ich wollte jetzt gar nicht da irgendwie Fallschirm aufmachen. Ich glaube, das geht nur beim Motorrad. Ja, ist mir jetzt egal, ich ramme den jetzt weg. Mir wurscht jetzt also. Der fliegt schon von alleine.
Hat doch den irgendwie blockiert bekommen. Bleib stehen, du Schwein. Ich krieg dich sowieso. Er gibt nicht auf. Vielleicht kann ich in den Berg runterschubsen. Obwohl, bei meinem Glück lebt er dann da unten noch. Der Hals aber auch hartnäckig. Jetzt geht mir die Karre kaputt. Ach, brenne ich nicht. Aber ich habe überlegt, vielleicht brennt er dann mit oder so. Jetzt bleib halt stehen. Ist das zu fassen? Jetzt habe ich irgendwas getroffen. Ich glaube, ich habe ihn sogar, oder zumindest... Wow. Na gut, das ist das Gefälle. Anscheinend kann man hier auch... das ist natürlich... so geht es natürlich auch. So kann man sich auch fortbewegen. Man kann es auf sich auch zu Fuß auswerfen, das Ding. Okay, Bewegung! Nehmt die Hände hoch! Oh Mann, ist das harte irgendwie. Also ich weiß auch nicht. Die Mission hat es in sich. Also das hätte ich nicht gedacht. Also ich versuche schon alles, also... Ich halt mal den da zur Abwechslung. Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann nicht höher steigen oder sowas. Ich muss eigentlich immer so ein bisschen das so machen wie gerade eben. Also. Ich versuche mich schon hinzuschleifen, so schnell es geht. Damit ich in der Nähe bleibe. So geht es wie gesagt auch. Also. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht an der Stelle. Ja, jetzt schieße ich mal, vielleicht kriege ich den irgendwie raus. Vordringenden Fahrzeug, habe ich das Gefühl. Da vorne liegt ein Motorrad, nehme ich halt das da. Ja, dann könnte ich vielleicht auch diesen Fallschirmstand hinlegen, also. Also wie gesagt, die Mission hat es in sich. Also ich versuche hier schon alles, aber das ist gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, er ist ums Verrecken nicht stehen geblieben und sein Auto hat keinen Schaden genommen. Also da wollte er da irgendwie nicht, also. Naja, wie gesagt, ich gebe jetzt nicht auf. Habe ich aber diesen Grappler nicht ausgewählt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das schnell genug auswählen kann. Ja, da drüben. Er schießt ihn. Aha, jetzt bin ich neben dem Zaun, ist das zu fassen. Es ist aber auch gerade oben drin, also. Jetzt wollte ich wieder abkürzen, Zeit zu sparen. Jetzt bin ich natürlich neben dem Zaun. Jemand macht das, ist falsch. Also die hat es echt in sich. Das ist ja gleich hier in diesem... Piff-Papp-Puff, ey. Dann krieg ich ihn halt da, ist mir jetzt auch... Feuer! So. Ja komm, ziel halt auf das Ding. Ach, ist doch nicht zu fassen. Es gibt ja mir nichts zum Zielen, oder? Also, das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr hoch, oder? Ich wollte gerade sagen, jetzt lässt er mich nicht zielen. Also irgendwie habe ich es jetzt gerade auch nicht so richtig raus. Aber ich gebe jetzt, wie gesagt, nicht auf. Ich bin ja an diesem Bordell da, oder? Dann mache ich es halt so. Schweine. Kämpfe ich mich halt durch. Ist auch möglich. Socorro! Ah, da drüben! Er schießt! Ich... Ah! Irgendwie gelang mir das jetzt gerade nicht so richtig, aber was soll ich machen? Ich habe es versucht. Ja, zumindest habe ich jetzt mal einen Checkpoint hier. Töten Sie Durango, ja. Habe ich ja die ganze Zeit schon versucht, also. So. Machen wir mal diesen. Ich sehe nur Bäume. Ich fühle mich wie John Rambo oder sowas. Jetzt wusste die Sau. Dich kriege ich. Flitzt der auch noch zu Fuß oder was? Hier geblieben. Das kriegt ich sowieso. Wir machen einen großen Fehler, Senior. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Ist mir wurscht. Bleib hier, ich krieg dich sowieso. Wo ist er jetzt hin? Berg hoch. Oder was? Diese dumme Sau, echt. Bitte, Senor, das muss ein Irrtum sein. Ja, wie ein Irrtum. Bitte tu uns mir nichts. Ich will noch nicht sterben. Ja, dann hast du Pech. Ist mir egal.
Oh Gott, nein! Ja, ja. Hast du jetzt endlich hinter dir? Hijo de puta! Bitte? Tja, so viel zum Thema Safer Sex. Ist doch so, Durango. Puh, was eine Mission, ey. Die hat's in sich gehabt. Mission gemeistert. Wow, jetzt bin ich auch wieder zu Hause. Also diese Mission hat's, wie gesagt, echt in sich gehabt. Die hat also die ganze Folge aufgelutscht. Also insofern beende ich die Folge jetzt hier mal und ja, puh. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss!